Es ist ja nicht drum eingekehrt an den Finanzmärkten und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Es ist die Sorge vor einem Abschwung Chinas, der heute die Märkte belastet. Das ist das große Thema heute, denn die Rohstoffpreise sind im freien Fall, Eisenerz auf Allzeittief in Singapur, andere Rohstoffe schwer unter Druck, weil man damit rechnet, dass Chinas Konjunktur sich abkühlt. Heute Nacht die Daten zum HSBC Einkaufsmanager-Index aus China, der wird schwer zu beachten sein. Viele erwarten hier einen Wert unter 50, das würde Kontraktion bedeuten und das bringt hier die Rohstoffe unter Druck, könnte aber eben auch die Aktienmärkte verstärkt unter Druck bringen. Schauen wir uns mal das Tagesgeschehen an und dann startet das Ganze eben mit diesem potenziellen Abschwung, mit der Angst vor diesem Abschwung. Chinas Finanzminister hat gesagt, wir werden erstmal wohl nichts tun, hat gesagt, die einzelnen Wirtschaftsdaten interessieren nicht, es geht um das Große und Ganze und das hat vielen so die Hoffnung genommen, dass Chinas Regierung weiter aktiv sein wird in Sachen Stimulus und wenn das nicht kommt, dann könnte es an den Märkten durchaus ungemütlich werden. Ungemütlich auch die Zahl zu den italienischen Industrieaufträgen, minus 1,5%, nächster Nackenschlag für das nicht wirklich erfolgsverwöhnte Italien. Auch in den USA heute die Daten eher mäßig, da gab es nur die Pending Home Sales, die anstehenden Hausverkäufe mit minus 1,8%, deutlich unter der Erwartung von 1,0, also wieder Bremsspuren am US-Immobilienmarkt. Auch die Verbraucher in der Eurozone sind eher depressiv, minus 11,4. Zuletzt lag der Wert noch um minus 10. Also hier nochmal eine weitere Verschlechterung. Und die Sorge geht um, dass die Eurozone wirklich in eine Deflation, in eine Depression rutscht. Das ist das große Thema. Und Draghi ist unter Druck. Der hat heute eine Rede in Brüssel gehalten und nochmal bekräftigt, dass auch die EZB darüber nachdenkt, zweitklassige ABS-Papiere zu kaufen. Da braucht es aber einen Garanten, einen Garantiegeber und das sind nicht die Staaten wie Deutschland und Frankreich, die das schon klar abgelehnt haben, sondern das sollen supranationale Organisationen sein, möglicherweise der IWF, aber die müssen erstmal zustimmen, die müssen erstmal diese Garantien geben und ob das wirklich der Fall ist, das sei mal dahingestellt. Schauen wir uns mal die Charts an, schauen wir uns mal an, was hier sich tut, wie die Dinge sich entwickeln. Da sind wir gleich mal beim DAX 9737. Wir sehen hier die Märkte, die kommen runter. Wir sind weit entfernt von der 9900er Marke, die wir fast erreicht hatten in dieser Euphorie nach der Fed. Jetzt geht es eben wieder in Richtung 9700er Marke. Wir sind zwar hier ist das im Abwärtstrendkanal ausgebrochen, aber so richtig Power ist zumindest heute nicht erkennbar. Es wird auf die Daten heute Nacht in China ankommen. Der HSBC Einkaufsmanager Index wird wohl das weitere Geschehen hier an den Märkten bestimmen. Schauen wir uns mal die Amerikaner an. Dow Jones, wir sind knapp unter der 17.200er Marke in der Nähe des Tagestiefs. Kein großer Beinbruch, aber doch eben fast 200 Punkte eben von dem Allzeithoch entfernt, das wir Ende letzter Woche erreicht hatten. Der Euro-Dollar heute wieder mit einem neuen Jahrestief. Wir waren knapp unter der 1,2820, sind jetzt auch nur wenig darüber, 1,2827. Da ist einfach wenig Kraft. Jede Erholung wird hier wieder abverkauft. Wir sind hier gescheitert bei 1,2920. Und was nicht steigt, das tendiert dazu zu fallen, auch wenn jetzt nach der Draghi-Rede so ein bisschen der Abwärtsdruck abgenommen hat. Draghi hat im Grunde nichts Neues, nichts substanziell Neues gesagt, das den Euro jetzt hier stützen könnte. Schauen wir uns mal das Gold an, das auch unter Druck war, etwas weniger als Silber, etwas weniger auch als die Rohstoffe insgesamt. Kann sich halten, weil eben möglicherweise die Angst vor dem Abschwung in China das Gold hier eben unterstützen kann. Nicht unterstützt dagegen Kupfer. Hier der amerikanische Future auf das Kupfer, der Continuous Future, der durchlaufende Future. Und wir sehen hier diese Schwäche kommend von 316 noch am 17. September geht es eben jetzt doch deutlich nach unten. Das gilt für Rohstoffe wie Eisenerz, das ein Allzeittief in Singapur erreicht hat. Nickel schwer unter Druck, Zink unter Druck, auch Öl zumindest leicht unter Druck. Da hält sich Gold noch am besten eben als Krisenmetall. Dann noch zwei Aktien hier aus dem DAX. Siemens, die Dresser Rand kaufen wollen. Der Markt hat das zunächst mal eher negativ gesehen, zu teuer. So die Auffassung, jetzt kann sich die Aktie wieder ein bisschen stabilisieren, gleichwohl auch eine latente Schwäche, ganz anders als bei Merck, die wir hier sehen, da geht es nach oben. Sigma Aldrich will das Unternehmen Merck kaufen und damit wäre man der führende Player global in seinem Marktsegment und das scheinen hier die Aktionäre durchaus zu gutieren. Wie es weitergeht an den Märkten, das wird sich heute Nacht wohl entscheiden mit dem Einkaufsmanager-Index aus China. Wenn der wirklich unter die 50er-Marke fällt, dann wird es morgen wahrscheinlich ungemütlich. Ich wünsche trotzdem einen gemütlichen Feierabend. Bis dann. Ciao.